In diesem Video geht es um den Punkt, den ja bestimmt 98% aller Menschen nicht schaffen, wenn sie sehr viel Geld verdienen wollen. Und bleib dran und prüfe, ob du dazu gehörst. Und ich erkläre dir natürlich auch, wie du es schaffen kannst, wie du es trotzdem schaffen kannst. Wenn du Geld manifestieren möchtest oder das Manifestieren in dein Business einsetzen möchtest, um dein Business zum Blühen zu bringen, höhere Umsätze zu machen, befriedigendere Ergebnisse zu erzielen, gesund wachsen zu lassen und so weiter, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Idee, aber es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die du befolgen musst. Und die Gesetzmäßigkeit ist zum Beispiel, dass du so tun musst, als hättest du es bereits erreicht. Du musst so tun, als hättest du es bereits erreicht. Und das heißt also, du gehst in die Energie rein des Zustandes, den du hättest, wenn du es schon erreicht hättest. Ja? Das heißt also, solange du die ganze Zeit sagst, oh Mist, ich habe kein Geld, ich würde aber so gerne Geld haben, manifestierst du dir die ganze Zeit diese kleine Energie, diese Energie, oh Mist, ich habe kein Geld, mimimi, ja. Und es soll jetzt nicht abwertend sein oder so, aber das ist ja genau das, was die meisten Menschen machen. Ich habe hier ein Schwalbennest und hier ist richtig was los. Der Punkt, den viele nicht schaffen, ist genau der. Die machen so einen kleinen Schritt in diese, ja, ich sag mal, große Identität, denn auch du würdest dich ja verändern, du wärst ja ein anderer Mensch, du wärst ja weit weg von Angst, von Mimimi und so weiter, wenn du diesen Schritt bereits gemacht hättest und wenn du das Ergebnis bereits hättest. Der Widerspruch ist jetzt hier, dass die Menschen es sich auf der einen Seite manifestieren wollen. Das heißt, eigentlich ist es das Commitment darauf zu sagen, okay, ich gehe genau dahin, ich tue quasi so, als hätte ich es schon erreicht. Und auf der anderen Seite sich aber genau nicht so verhalten, sondern sich so verhalten, wie sie sich immer verhalten haben. Also dieses ich tue so, als hätte ich es bereits erreicht, das bezieht sich nicht nur auf deine Fantasie, weißt du, das bezieht sich nicht nur darauf, dass du dir vorstellst, wie es wäre, sondern das musst du in dein Leben bringen, also das muss gelebt werden. Und da wird es für die meisten schwierig. Da kommen viele und sagen, ja, wie soll ich das denn machen? Das geht ja gar nicht. Doch, doch, es geht schon. Und es mag sein, dass es da Situationen gibt, die herausfordernd sind. Also beispielsweise sagst du, du würdest gerne einen Porsche kaufen oder so. Deine große Identität, die bereits die Millionen hat, hätte kein Problem damit, zum Händler zu gehen und sich einen Porsche zu kaufen. Real hast du das Geld nicht. Jetzt sollst du dich dann natürlich nicht mit Konsumschulden verschulden, darum kann es nicht gehen. Sondern es geht eben darum, sich dann so sehr damit zu beschäftigen, so lange bis es halt klappt, ja? Du beschäftigst dich damit. Das heißt also, du fährst den schon mal Probe, du konfigurierst dir vielleicht dein Wunschmodell schon mal, ja? Und dann sagst du aber nicht in dem Moment, ach Mist, das kann ich mir nicht erlauben, sondern du wirst einfach in die Energie reingehen, ich hab's schon und wartest auf den Zeitpunkt, wo du den Impuls hast, den zu bestellen dann tatsächlich, ja? Ich habe heute wieder was Interessantes erlebt. Wieder jemand, der eigentlich bei uns so viele Videos guckt, mir dann noch erzählt hat, oh, wie toll die Videos alle sind und so weiter. Und ich meine, das, was ich jetzt hier erzähle, das habe ich schon 100 Mal erzählt. Ich erzähle gerade nichts Neues, ja. Ich erzähle es nur nochmal, weil ich halt mitbekomme, dass 98% aller Leute genau an dem Punkt scheitern. Da wollte jemand in unser Programm. Vor einigen Tagen hat sie mich angeschrieben. Dann habe ich ihr
nochmal erklärt, wie das läuft, habe ihr die Kontoverbindung geschickt. Und dann kam heute, und es kommt Gott sei Dank nicht mehr so oft vor, ja, ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe ihr nur geschrieben, naja, in meinem Leben verändert das nicht. Ich werde nicht deshalb hier ausziehen. Ja? Ich werde nicht deshalb irgendwie ein schlechteres Leben führen. Es ist nur in ihrem eigenen Leben, ja, ist es eine Veränderung. Das heißt also, sie selber erteilt sich eine Absage, nicht mir. Na, das fand sie nicht so lustig, aber als Coach ist es nicht meine Aufgabe, freundlich zu sein. Freundlich schon, aber es geht nicht darum, dass ich dem anderen das Köpfchen streichel, sondern es geht darum, dass ich ihm was sage, was ihn weiterbringt. Und ja, interessant ist eben, das ist genau der Punkt, wo sie den Switch nicht geschafft hat. Ja, aber sie hat mir immerhin die Anregung zu diesem Video damit auch geliefert, weil sie hat es halt nicht geschafft. Das war ein klarer Impuls. Ja, hat es sie vorher auch gesagt. Und als es dann soweit war, hat sie die Angst bekommen und ist stiften gegangen. Muss man jetzt gucken. Also ich meine, das muss sie jetzt wissen. Ich schaue mir das jetzt nicht an, was sie da irgendwie durchmacht oder so, weil ich habe selber sowas auch schon mal gemacht, also wo ich dann Angst hatte und habe der Angst nachgegeben. Und ich weiß, dass ich 3 Wochen lang mega schlechte Laune hatte, bis ich dann meine Entscheidung korrigiert habe, ja. Und bis ich dann meinem Impuls schlussendlich doch gefolgt bin. Aber Fakt ist, wenn man spürt, man muss jetzt weitergehen, dann bekommt man einen Impuls. So funktioniert es nämlich beim Manifestieren. Man geht also in diese Situation rein, man stellt sich das vor und man wartet auf Impulse. Und wenn man einen Impuls bekommt, dann setzt man den auch um. Und wenn man das nicht macht, geht es halt nicht weiter. Dann hängt es quasi. Dann wundern sich die Leute immer hinterher und sagen, ja, ich kann mir das nicht manifestieren, das klappt nicht bei mir, bei anderen klappt es ja vielleicht, aber bei mir nicht. Nein, nein, Schätzchen, das hätte bei dir auch klappen können. Der Punkt ist nur, du musst die Schritte machen, weil ohne die wird es nicht gehen. Und es ist total normal, dass man bei großen Schritten Angst hat. Das ist total normal. Das habe ich auch. Es geht aber darum, durch die Angst durchzugehen und dem genau nicht nachzugeben. Warum? Weil Angst eine Annahme ist von nicht wirklichen existierenden Themen. Also es ist ja so, dass man in dem Moment nur denkt, was alles passieren könnte. Man malt sich halt irgendwelche Horrorszenarien an die Wand. Das ist aber nicht die Realität. Das ist einfach die Angst. Und es hält einen zurück, das hält einen im Kleinen. Warum macht der Mensch sowas? Weil generell Weiterentwicklung immer bedeutet, dass etwas passieren könnte, was du nicht einschätzen kannst. Das ist bei allem so. Ja, wenn du als kleines Kind aufstehst das erste Mal, kannst du hinfallen. Wenn du dich als Mensch selbstständig machst, kann es rein theoretisch sein, dass du keinen Erfolg damit hast. Wenn du deine Führerscheinprüfung machst, kann es sein, du fällst durch. Ja? Also Menschen tun Dinge, die schiefgehen können. Und immer dann, wenn dein Gehirn das annimmt, da könnte jetzt was schiefgehen, schickt es dir Warnhinweise. Und manche missverstehen das halt und denken, ja, dann mache ich es besser doch nicht. Das ist quasi so dasselbe, wie wenn du sagen würdest, oh, dann mache ich besser die Führerscheinprüfung nicht. Könnte ja sein, ich fall durch. Oder das Kleinkind steht nicht wieder auf, weil es sagt, ich könnte ja noch mal hinfallen. Oder hinterher tue ich mir die Knie weh. Ja? Also du verstehst, nur als Erwachsener gehen wir plötzlich davon aus, dass das, was wir uns an Horror an die Wand malen, Realität ist oder realistischer ist als unser Wachstumsprozess. Wenn du es schaffst, diesen Schritt zu machen, ich verspreche dir, in deinem Leben passieren Wunder. Viel Erfolg.